In meiner Rede möchte ich noch einmal auf die Effektivität eingehen, über die Christian bereits gesprochen hat, und darüber sprechen, warum ein starkes Deutschland in Europa wichtig ist, für Deutschland, aber auch für Europa. Aber zunächst möchte ich in meinem Rebuttal auf meinen Vorredner Marcel eingehen. Marcel, du hast über den Bundestag und über den Bundesrat gesprochen und gesagt, dass der Bundesrat hier eine wichtige Kontrollinstanz für eventuell schädliche Entscheidungen des Bundestages sind. Hier glauben wir, dass wir alle, wenn wir den Bundestag wählen, hier unsere Vertreter wählen, weil wir sie für fähig halten, faire Entscheidungen für alle Menschen in diesem Land zu treffen. Und wir glauben nicht, dass gerade ein Bundesrat hier Minderheiten schützen kann, weil wir nicht glauben, dass der Bundesrat eben diese Minderheiten widerspiegelt. Wir glauben vielmehr, dass sich die Minderheiten im gesamtdeutschen Kontext mehr im Bundestag widerspiegeln können und dass der Bundesrat heute viel mehr als so eine Art Blockadehebel missbraucht wird, um eben parteipolitisches Kalkül durchzusetzen. Und wir glauben, das ist schlecht und vor allem glauben wir, das ist zudem überflüssig. Wenn ihr Angst vor verfassungswidrigen, minderheitenangreifenden Gesetzen habt, dann haben wir neben dem Bundestag eben immer noch eine Judikative, nämlich ein Bundesverfassungsgericht, das eben Gesetze auslegt und entscheidet, wenn verfassungswidrige Gesetze eben in Kraft treten können. Des Weiteren hast du von der unterschiedlichen Prägung der Länder gesprochen. Wir glauben aber, und das hat Michael von der Schließenden auch schon in seiner Zwischenfrage angedeutet, dass diese Grenzen, die heute gezogen wurden nach den Bundesländern, mehr oder minder willkürlich passiert sind. Ich selbst komme aus Mainz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gesagt, der Rhein ist die natürliche Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Und Vororte, wir nennen es die AKK-Vororte, das ist irgendwie am Möhneburg, Kostheim und Kastell, gehören heute zu Wiesbaden, obwohl sie sich eigentlich mehr als Mainzer fühlen. Und sie heißen sogar Mainz-Kostheim, Mainz-Kastell. Und auch die Menschen, die dort leben, würden niemals sagen, wir sind Wiesbadener, sondern die sind natürlich Mainzer. Was möchte ich zeigen? Die Grenzen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder minder willkürlich gezogen. Wir glauben des Weiteren, dass diese Grenzenziehung gerade schlecht ist, weil diese Grenzen eben auch eine Abgrenzung unter den Ländern schaffen. Wenn wir zum Beispiel uns Diskussionen über den Soli angucken, dann merken wir, dass es hier wirklich Diskriminierungen von finanzstärkeren Ländern gegenüber finanzschwächeren Ländern gibt. Und das finden wir schade, weil wir glauben, so etwas wie der Soli sollte gar keine Diskussion sein, sondern wir glauben, die Hilfe der einzelnen Menschen in Deutschland untereinander sollte keine Diskussion hervorrufen, sondern das sollte selbstverständlich sein, wenn wir uns eben nicht in willkürlich gezogene Grenzen abteilen, sondern eben ein Bund sind. Des Weiteren hast du davon gesprochen, dass regionale Probleme regional bleiben sollen. Was wir momentan sehen, ist, dass sie vor allem bleiben. Im Status quo sieht man doch, dass eben bestimmte Länder, die bestimmte wirtschaftliche Nachteile haben, sich eben alleine unglaublich schwer tun, daraus herauszukommen. Und da glauben wir, dass wir hier auch auf Bundesebene effektiver werden. Und deswegen möchte ich über meinen ersten Punkt Effektivität sprechen, darüber hat mein Vorredner auch schon geredet. Die Identitäten sind heute eben nicht mehr so sehr an die Kleinstaaten geknüpft. Wenn sie überhaupt an etwas Kleines geknüpft sind, dann eben an die Region. Ich zum Beispiel fühle mich wesentlich mehr als Rheinhessin als Rheinland-Pfälzerin. Und wir glauben, ich fühle mich noch viel mehr als Deutsche als Rheinhessin. Das heißt, die Verbundenheit wird immer zu der nächst höheren Identifikationsplattform geknüpft. Und wir glauben, dass wir momentan eben uns immer mehr mit dem Bund identifizieren und weniger mit den Ländern. Und wir glauben einfach, dass diese Verbundenheit mit den Kleinstaaten nicht mehr vorhanden ist, sondern dass diese Kleinstaaterei vielmehr eine Effektivitätsbremse im Bundestag ist. Und man hat erkannt, dass hier nicht ein Wettbewerb der Ideen stattfindet, sondern 16 verschiedene Ideen, Umsetzung und nicht immer gute Lösungen am Ende. Wir haben gerade gezeigt, warum das gerade in Deutschland schlecht ist, wenn man Entscheidungen treffen möchte und der Bundesrat das zum Beispiel blockiert. Aber warum ist das auch schlecht in Europa? Und hier komme ich zu meinem dritten Punkt, dass Europa ein starkes Deutschland braucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man kein starkes Deutschland in Europa. Man hatte Angst vor einem zu starken, zentral organisierten Deutschland. Und deswegen war man der Meinung, dass man es besser in 16 kleine Bundesländer, oder damals waren es weniger, oder wie viele waren es, egal. Auf jeden Fall nicht in einem Zentralstaat organisiert, sondern eben in Ländern organisiert, weil man kein zu starkes Deutschland hatte. Der polnische Außenminister hat gesagt, er hat heute nicht Angst vor einem zu starken Europa, sondern vor einem zu schwachen Europa. Und das glaubt er vor einem zu schwachen Deutschland. Und das glauben wir nämlich auch. Wir glauben nämlich, dass Deutschland heute als Rechtsstaat politisch vertrauenswürdig genug ist, um eine Führungsrolle in Europa einzunehmen. Und wir glauben,
Wir glauben somit, dass Deutschland in Europa stärker werden kann, wenn es mit einer Stimme sprechen kann und eben nicht in manchen Bereichen der Bildung mit 16. Und wir glauben, die Menschen identifizieren sich mit der immer nicht höheren Ebene, momentan eben weg von den Kleinstaaten hin zum Bund. Und wir glauben, das stärkt Deutschland. Und wir glauben, ein starkes Europa braucht starke Mitgliedstaaten. Denn wenn sich die Menschen mehr mit ihren Mitgliedstaaten identifizieren werden, können sie sich, und wenn dadurch ein stärkeres Europa entsteht, durch stärkere Mitgliedstaaten, führt das letztendlich auch dazu, dass wir die nötige Identifikation der Menschen mit Europa haben und somit nicht mehr Deutsche, Franzosen oder Belgier, sondern letztendlich Europäer. Und wir glauben, das macht Europa konstruktiver und effektiver. Deine Frage. Jetzt ist ja im Rahmen des Einflusses, den Deutschland jetzt auf Europa hat, viel Argwohn entstanden. Es gibt viele Länder, die mittlerweile, beispielsweise nenne ich jetzt Griechenland, schon Sorge haben, dass Deutschland zu viel Einfluss hat, zu viel Macht hat. Das heißt, diese Sorge von damals ist gar nicht so unbegründet. Kommen wir diesen Ländern nicht entgegen, indem wir zeigen, dass diese Regierung vielleicht stark sein mag, aber immer noch demokratisch kontrolliert und legitimiert ist? Also ich glaube, dass die deutsche Regierung, und das weiß man auch in Griechenland, auf jeden Fall demokratisch legitimiert sein dürfte. Aber wir glauben, dass Deutschland momentan, und das ist das Problem, eben nicht stark genug ist in Europa und damit Europa auch geschwächt wird, weil Deutschland in die Führungsposition, die es momentan einnehmen soll, mehr reingedrängt wird. Wir glauben, das Problem ist, dass Deutschland hier vor allem eine wirtschaftliche Führungsposition übernehmen soll. Aber was wir hier wollen, ist eine politische Führungsposition, ein politisch führendes Deutschland in Europa, weil Deutschland Werte hat, die für ganz Europa wichtig sind und die mit der deutschen und der europäischen Geschichte eben zusammenpassen. Wir wollen hier kein Deutschland, das diktiert, sondern wir sollen ein konstruktives Deutschland, das hier eine politische Führungsposition übernimmt, eben in puncto Menschenrechten, in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Demokratie. Und wir merken gerade durch die Osterweiterung der Europäischen Union, dass das gerade in manchen Ländern eben ein wichtiger Prozess ist, der noch vorangetrieben werden muss. Und wir glauben, da ist gerade ein vertrauenswürdiges Deutschland, wie es eben heute geworden ist, ein geeigneter Akteur, um voranzuschreiten und das ohne das Ausbremsen durch die einzelnen Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern. Und deswegen glauben wir, dass wir ein starkes Deutschland brauchen und keinen Föderalismus.